Ich sehe jünger aus als du. Satter Hugo, vor 4 Stunden. Wieland hat jetzt eine Werbung gemacht, ne? Das ist eine Certified-Werbung, die abgespielt wird bei Leuten, ne? Das ist erstmal, um reinzukommen im Stream. Bro, und in der Beschreibung steht, wenn du mal wieder zu viel gezockt hast. Bro, das ist geil. Was läuft, was läuft? Ich hatte auch ein Placement mit Seins. Macher. Willkommen zum nächsten Video. Seins im Macher. Holy shit. Alter, zieht euch die Aussicht rein. What the fuck? Vielleicht heute. Ich liebe so eine Melodie. Ich bin so wahnsinnig Fan von dir. Das ist ja Wahnsinn. Was macht ihr hier? Wir sind Skifahren, Snowboard fahren. Ja, toll. Ich sag euch ehrlich, lass das Ding hier nicht Held der Steine sehen. Ach du Scheiße, Digga. 25 Schweizer Franken, das sind fast 30 Euro. Für den Haufen Scheiße, Bro. Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Minecraft-Sets aus dem Jahr 2023. Aber Lego ist immer arschteuer, oder? 20. Jackpot. Die hole ich mir. Oh, pass auf, wenn du die zeigst, dann kommt Max vorbei und isst die. Wir kaufen doch wieder was ein. Wenn wir einkaufen, geht der ganze Einkauf auf mich. Weise Entscheidung. Digga, der hat die ganze Packung gefressen, Alter. Ist das unser Auto? Wir haben doch hier nicht geparkt, oder? Haben wir hier vorne geparkt? Ja, Minecraft ist besonders teuer. Okay. Oh. Whatever you want. Lass Einkauf oben durchschleppen. Ich will eine Kette aber. Wir machen Einkauf oben. Männer, ey, hier, guck mal, hier rüber. Hier rüber. Ja. Aber wir müssen noch die Kette fertig bauen, Bro. Hier. Ja. Mike und Tino lieber. Entschuldigung? Ja. Was für den Stream machen? Wenn du dich nicht verletzt, dann ja. Ich garantiere nichts. Mein Kollege kann einfach Bett fliegen. Nein. Oh. Alter. Ja, let's go. Ja. Michi! Du bist so ein Idiot, Bro! Ja, safe! Er ist nicht kaputt! Ladies and Gentlemen, der Kameramann Miguel. Ist das bodenlos? Da sehe ich mich auch drin. Ich weiß nicht, ich bin so scheiße in sowas. Ich kann auch kein Schlittschuh fahren, geht auch nicht. Ich kann gerade so Inliners fahren. Schön rüberlehnen. Oh. Alles okay? Ja. Schön gerade auf, jawohl. Hier zusammen. Oh. Das ist so gefährlich, Mann. Ich meine, das macht bestimmt unglaublich Spaß, aber ich bin einfach so ein Schisser, was sowas angeht. Da kann innerhalb von einer Sekunde eine lebensverändernde Situation entstehen. Gehe ich fürs Foto oder fürs Video? Boah. Mann, Digga. Das ist so gefährlich, Mann. Foxy Talk Dampf 19. Yo. Was geht? Nix bei dir? Auch nix. Alter. Alles klar? Ich wäre gerne jetzt ein bisschen jetzt so alt wie du. Das wäre krass, ne? Mit 15 war ich ein. Aber so ein Zustand ändert sich nie. Nein, weil wenn deine Mutter. Wie sehe ich aus mit dem M-Shirt? Ah, was ist das denn? Ich sehe aus wie ein Sohn. Sag mal, Sohn. Sohn einer Prostituierten. Nein, sag mal wirklich das Wort. Das sag ich. Hast du doch neulich auch im Stream gesagt? Ja. Hast du auch im Chat gefragt, ob welche da sind? Er hat gefragt, ob welche da sind. Ja. Nein, pass mal auf, aber er spricht das hier aus. Bei euch ist das eine Beleidigung. Bei mir ging es um die Berufswahl, um was die Eltern machen. Und ich habe einfach gefragt in der Chatbox, ob es einen hier gibt, der ein echter Sohn. Hat Melina mich gerufen? Melina? Hast du mich gerufen? Ja, jetzt höre ich schon Stimmen. Ist das krank? Ist wo die Mutti, ja, es kann, ich weiß nicht, was dran so lustig ist. Haben wir Hupensöhne heute im Chat? Sind welche da? Ja, ich habe ein paar auf jeden Fall immer mal da, wenn die Win-Challenges am Start sind. Und zwar nicht zu knapp. Da sind sie nicht zu knapp am Start. In Discord lungern sie und sprechen sich ab. Und jetzt spreche ich zu euch, okay? Hört mir ganz genau zu, ihr Wichser. An die Streamsnapper. Wir werden nächsten Monat im Februar eine Win-Challenge machen, okay? Und da es wahrscheinlich in eurem Interesse liegt, uns auf den Sack zu gehen, werden wir euch sprechen. Wir werden eine Win-Challenge machen, wo wir es nicht wir werden nicht verstecken, wo und wann und wie wir in welche Spiele gehen. Dann wird da stehen, Fortnite auf den europäischen Server in Bauen.
So, dann kommt doch. Ich habe keine Angst vor euch. Dann wird da stehen, wann wir und wo wir Velo Q'n. Das wird da auch stehen. Da wird das ein oder andere stehen. Und wir laden euch ein, um euch vor einer versammelten Mannschaft, vor mehreren Tausenden von Leuten zu brechen. Es wird eine Stream Sniper Win Challenge im Februar. Nein, nicht First Try. Eine klassische. Ihr werdet das so bereuen. Ich werde es nicht bereuen. Nach der einen First Try Challenge habe ich keine Angst mehr. Früher oder später schaffen wir es. Früher oder später werden sie schlafen gehen, weil sie den Mindset von uns nicht haben. Weil sie den verkackten Mindset nicht haben. Irgendwann werden sie loslassen. Ihre scheiß Stream-Sniper-Freunde können nicht den ganzen Tag da chillen. Wir schon. Also echte, wo die Mutter wirklich im Laufhaus steht. Ist ja ganz normal, ist ja nicht schlimm. Ja, haben wir welche da. Boah, nicht das Spiegel. Boah, das Spiegel, ne? Alter, das Spiegel wäre jetzt heavy. Ich hab Angst. Das Mindset. So. Oh. Oh mein Gott, er zieht sich da hinten um, Bro. Jesus, warum ist der Clip noch da? Ja, ich fange auch noch mit Vlogs an. Jetzt, wo Hanno streamt, würde ich jetzt anfangen mit YouTube-Videos. Herr Präsident, ich möchte Sie beglückwünschen zu diesem wunderschönen Pressekonferenzauftritt. Ja, erstmal schönen guten Tag, wer sind Sie? Hallo, Knabe. Mein Name ist Adam. Bei welchem Sender sind Sie denn? Nun, Skyline TV Live heißt die Antenne. Schön Sie mal. Haben die Herrschaften hier Drehgenehmigung? Entschuldigen Sie mal, aber Sie wirken jetzt nicht sehr seriös. Also. Wisst ihr, wann ich diese Kamera hatte? Oh nein, bitte nicht. Wissen Sie, wo ich noch so einen hier finde? Aber nicht zu viel trinken davon, ja? In dem Alter kommt das nicht so gut. Was ist denn? Sind wir im Fernsehen oder was? Wir sind im Fernsehen, ja. Dann sagt er zu mir, wer ist denn das da vorne? Wie guckst du? Wie meinst du? Ja, der da vorne. Er zeigt so auf Hand of Blood. Ich sag so, ja, das ist Hanno. Der macht im Internet auch so ein paar Videos und so. Guckt er mich an, sagt so, ist der behindert? Willi ist dabei bei Among Us, ja. Willi wird dabei sein. Ich sag, nein. Der Schauspieler, das ist nur die Rolle da gerade. Ach so. In die WhatsApp-Gruppe? Ah ja. Das, was du jetzt hier siehst, nur als kleine Erklärung, auf dem Monitor hier vor uns, das ist das Streaming-Programm. Da ist die Kamera angeschlossen, die Monitore. Also so blöd bin ich aber auch nicht. Wie alt bist du nochmal? 22. Sieht man doch an meinem Babyface. Ich sehe jünger aus als du, sag ich dir ehrlich. Mont hat aber wirklich überhaupt gar keinen Bart, ne? Der hat keinen Bartwuchs. Der Mann hat keinen Bartwuchs. Ich würde sagen, Willi hat sogar mehr Bartwuchs als Monte. Bartwuchs. Chat, wer sieht jünger aus? Ich sehe jünger aus als Sascha, sagt ehrlich, Chat. Ich muss ein bisschen klären, wegen Among Us, Chat. Farid Bang hat auf der Bühne gefragt, oh, haben wir Ü40 Publikum hier? Die ganzen Leute haben geschrien, Monte. Die kleinen Bässe. Ist jemand hier auf Ü40? Buddy, ich bin aus den USA, ich bin da, in Deutschland, Schnee, hier wunderschöne Sonne, 2 Wochen Tour aus Florida. Wir gehen natürlich auch an den Ocean Drive und gucken uns das protzige Leben an. Alter, Junge, was ist denn das für eine Maschine? This car is a machine. Guck mal, das Auto und dann guck mal das Auto. Ach so, doch, das ist wieder so eine Screenshot-Geschichte. Ding hat es halt nur ein Rad. Oh, diese Karre hier, ich merke auch diese halben Sachen immer. Da fehlt ja die Hälfte eigentlich, oder? Schon so. Na, der gleiche Abschlepper. Bruder, was ist denn das jetzt schon wieder? Miami, Alter, du willst mich auch verarschen, ne? Hey, enjoy it! Agathe Bauer, da bin ich. Habe ich auch bei mir im Keller, aber gar keinen Bock, Diggi. Meine Frage wäre, ob du bald mal wieder vorhast, also aktiv Sport zu machen, beziehungsweise deinen Home-Gym zu benutzen. Nächste Frage. Also nein? Kann ich nicht hören. Wie viel hat er nochmal drin gesteckt ins Home-Gym? Nächste Frage, ist ja bodenlos hier die Zuschauer, was soll das? Ich chill lieber vor meinen 4 Monitoren auf entspannte Rino und bewege nur meine rechte Hand 2 Zentimeter vor und zurück. Ich guck auf 3 Bildschirmen gleichzeitig. Alter, guck mal, wie anders Monte hier aussieht. Das ist aber gar nicht so lange her. Zentimeter vor und zurück. Ich guck auf 3. Das ist ja schon in seiner neue. Ist das ein Filter? Ne, das ist kein Filter, Chat. Oder? Das ist kein Filter. 100% Filter. Ich glaube nicht. Schirm gleichzeitig. Und wenn ich richtig gute Laune habe und richtig steif, dann auf den 4. Je nachdem. Katastrophe. Beste. Ich guck zu viel TikTok dann in den so 2-3 Minuten, wenn ich dann wirklich gar nichts mehr recherchiere. Dann gucke ich TikTok von KI-Sachen, wo Angela Merkel Döner für 3 Euro verspricht und allen Schababs die Seiten auf 0 für weniger als 10 Euro und die Leute fragen, ob das echt ist. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Hast du ganz stark gesagt, Habibi. Ich habe in meinem Programm geschrieben, in Deutschland, wenn ich gewählt, ich mache Döner 2 Euro.
Wie kann man das denn ernst nehmen? Da ist eine Merkel, die bewegt die Lippen absolut asynchron zu dem, was sie sagt und redet von Döner für unter 5 Euro. Ich bin mad as f- auf den Olaf. Der Tryhard hat Döner auf 8 Euro nur geschafft, weil ich mir 16 Jahre lang den Arsch aufgerissen habe, die Basis dafür zu schaffen. Und der Ich sag euch ehrlich, in so 15 Jahren sind wir alle am Arsch. Da könnt ihr niemandem mehr vertrauen, Digga. Die KI, ne, die wird uns alle wegrasieren. In 15 Jahren wird es perfektioniert sein. Da haben wir alle ein Problem. Da werden wir ein Problem haben. Blender gibt nicht mal Credit dafür. Ich meine, guck ihn dir an, was er für Filme schiebt. Er macht Mitte auf Null statt Seiten dieser Aber es hört sich halt, also, wenn man den Wortlaut hört, weiß man natürlich, dass es fake ist. Aber wenn sie mit der Stimme einen normalen Satz jetzt mal sagen würde, die sie sonst auch öfter mal gesagt hat, das würde locker, man würde das nicht so einfach auf jeden Fall auseinanderhalten können. Jetzt macht man die Stimme zu, die Stimme, perfekt, die Augen zu und hört nur auf die Stimme. Ich bin mad as f- auf den Olaf, der Tryhard hat Döner auf 8 Euro nur geschafft, weil ich mir 16 Jahre lang den Arsch aufgerissen habe, die Basis dafür zu schaffen und der Blender gibt nicht mal Credit dafür. Ich meine, guck ihn dir an, was er für Filme schiebt, er macht Mitte auf Null statt Seiten dieser Ich habe auch eine Frage. Das ist schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Was ist ein Moruk? Moruk bedeutet sowas wie Alter. Walla, Trimix, du bist der geilste Land. Bist der geilste Land?